Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla, Zorn der Druiden DLC. Wir sind jetzt hier eine Falle von Stain, okay, sind jetzt hier in einem Versteck. Schauen wir, was wir hier machen dürfen. Ich muss sagen, Schild. Du wirst Krähenfutter. Oh, Nahrung sammeln ist nie verkehrt. Darf ich den faulen Sack auch noch tragen, oder was? Wer bist du? Wer? Wie hast du es hier reingeschafft? Dass du dich mit Barret Iverson angelegt hast, war ein Fehler. Oh Gott, willst du mich töten? Meinen Kopf irgendeinem irischen Herrn überreichen, dem ihr beide dient? Ich diene keinem irischen Herrn. Ochsenscheiße. Wenn du nordische Ehre im Leib hättest, wärst du wie ich und würdest diese stinkenden Gottfresser von der Insel jagen. Kann ich ihn nicht irgendwie auf den Kopf schlagen, damit er ruhig ist? Kümmern, nicht den Zäunen in den Arsch kriechen, die unsere Vorfahren töteten. Ja, schließ dich mir an. Ich könnte jemanden mit ordentlich Mumm gebrauchen. Und es lohnt sich. Sei still und ich erbarme mich vielleicht deiner. Hier darf mich niemand sehen. Ich glaube, es wird ein bisschen schwer. Zum Glück haben wir ja schon ein paar umgebracht. Dadurch ist der Weg frei. Frag mich, was die Stadtbewohner dazu sagen, wenn ich ihn einfach so auf den Rücken trage. Oder die Dorfbewohner, wie auch immer, whatever. Yo! Du hast mich gar nicht gesehen. So, jetzt tragen wir dich wieder. Die anderen halten jetzt erstmal die Gusch. Oh no! Das stört die anscheinend gar nicht hier. Das ist wohl Alltag, dass man einfach jemanden auf dem Rücken hat, verschnürt und dann einfach durchs Dorf stolziert. Zu den Königshallen. Ja, das sind auch die Königshallen hier, oder? Ja. Oder Halle der Könige. Das ist Alltag. Königshalle, ich hatte recht. Ha! Doch kein Alzheimer mehr. Ein Haufen Abfall erwartet dein Urteil, König Barret. Thorstein, Urheber des Plans, mir und meinem Blut aufzulauern. Du weißt doch, wie es ist, Barret. Man braucht Silber. Für seinen König könnte man Düfflins Schatzkammer eintauschen. Obwohl ich für dich vielleicht nicht ganz so viel bekäme. Was für eine Ratte. Wenn du es befiehlst, schneide ich ihm die vorlaute Zunge heraus. Steh auf, Thorstein. Du blutest meinen Boden voll. Die Entscheidung wiegt schwer. In solchen Zeiten sucht man den Rat engster Freunde. Eivor, wie soll ich mit diesem Rohling verfahren? Eine würdevolle Richtung, ein brutaler Tod, ein grausames Schauspiel. Ein öffentliches Schauspiel erfreut die Menschen. Foltere den Kerl, bis er nicht mehr laufen kann. Und niemand erhebt sich wieder gegen dich. Wohl gesprochen, Eivor. Ich will keine Blutfehde unserer Kindeskinder, Thorstein. Den Aufruhr bist du nicht wert. Düfflin nimmt dein Land und dein Silber. Ich verbanne dich auf ewig. Bei Sonnenuntergang bist du verschwunden. Ich glaube, das ist ein Fehler. Knie nieder und zeig deine Dankbarkeit. Alles Gute, König. Ich kenne bessere Orte als Düfflin. Vater! Warum wähltest du die Schwäche? Gib jedem Feind ein Stück Seil. Dann bringen sie bald deinen Strick. Ruhe! Flan Shinnar wird bald ganz Irland beherrschen. Es liegt in seiner Macht, mir und meinem Sohn die Königswürde zu geben oder zu nehmen. Er ist der Knotenpunkt. Doch traut Flan mir nicht. Er glaubt nicht, dass ich wahrlich christlich bin. Indem ich christliche Gnade zeige, beginne ich, seine Meinung zu ändern. Du bist klüger noch, als ich dachte, Vetter. Vielleicht ist Thorsteins Freiheit ein Königreich wert.
Doch wird Gnade genügen? Deswegen muss ich den Handel ausbauen. Flan wird erkennen, dass die Stärke von Düflins Häfen die Stärke Irlands ist. Zeige ihm die Macht dieses Handels. Finde etwas Seltenes aus der Ferne. Ein Gewürz, ein Edelstein oder eine Waffe. Und dann wird es sein Krönungsgeschenk. Das wird Düflins Reichweite zeigen und helfen, meine Krone zu sichern. Flan wird von deiner christlichen Gnade erfahren. Und ich spreche derweil mit Azar über ein Geschenk. Suche mich vor der Krönung auf. Wir gehen zusammen. Okay. Also ich finde auch, dass es ein Zeichen der Schwäche ist, dass er den einfach laufen lässt. Ist klar, ne? Die Verbannung. Aber ich nicht glauben, dass das gut ist. Was ist denn das für ein komisches Zeichen? Upsa. Das mit dem Totenkopf, was ist das? Rächel Liesengard ist im Kampf gefallen, die Rache ist dein. Okay, wir holen uns aber hier auf jeden Fall den Punkt. Das ist aber eine große Karte, liebe Leute, ne? Ich glaube, da müssen wir nur hier hoch, ne? Also nur, ja, sorry. Hätte auch aus dem Weg gehen können. Komm, mach mir hier den schnellen Wanderer, bitte. Und hoch geht's, weiter und weiter hinauf und weiter, jetzt da und einmal hoch bitte, Ebo, danke, die Synchronisation drücken, oh, nette Felder, ist schon schön da, oh ja, da oben ist unser Drache. Komm, Löwe, der nicht kämpft. Oh, oh, oh. Ist ja alles gut, Löwe. Ich mag zwar behaupten, dass ich das so nicht anhören würde, wird ein Löwe da entlang gehen. Aber ist okay. Willkommen in meinem Laden. Ich komme mit einer Bitte. Es ist schön, Freundschaften zu stärken. Worum geht es? Barret möchte Flan den Wert von Düflins Handel zeigen. Könnten wir ein Geschenk aus einem fernen Land besorgen? Das ist leider genau das Problem, das sich mir stellt. Ich habe nämlich Land in Ratoin erworben, das zuvor übrigens Thorstein gehörte. Das Land gehört nun aber Dornen und Hunden und Schmugglern. Sobald er frei davon ist, wird dieser Handelsweg unsere Herzenswünsche erfüllen. In meinem Fall ist dieser Wunsch ein fremdländisches Geschenk. Also, ein Gewürzhändler, den ich kenne, wünscht feine Pelze. Ratoin hat davon in Übermaß. Das passt vortrefflich. Gewürze sind eine würdige Königsgabe. Hab Dank, Sah. Es ist im Norden. Du kümmerst dich um die Schmuggler. Ich sitze hier nur auf meinem Arsch. Nichts zu danken. Ja, herzlichen Glückstrumpf. Ratoin ist nördlich von Düflin. Ich sollte dorthin reisen. Ja, das haben wir ja gerade vor. So ist es ja nicht. Lass mal rüber. So. Hinauf. Was siehst du? Nein, ich wollte das Reittier haben, bitte. Danke. Let's go.
kommt mir irgendwie voll langsam vor. Aber das ist, glaube ich, doch schon... Doch, es ist schon sehr schnell. Kommando zurück, es ist doch schon sehr schnell, wie wir hier reisen. Okay, wir haben hier irgendwo eine Anlegestelle freigeschaltet. Hallo? Dieser Ort wird gut bewacht. Let's go. Schmuggler. Azar will sie hier nicht sehen. Hey, Mann, bleib gefasst. Was er nie. Und tschüss. Sichere den Handelsposten, sind wir noch dabei, oder? Also, achso, er lebt noch. Hallo und tschüss. Sieh das Holzschild an. Baukosten, okay. Gibt es neue Bauoptionen? Sehr schön. Bist du Eivor? Jupp. Gehörst du zu Azars Leuten? So ist es. Azar sagt, ihr beide wollt Felle gegen ein Geschenk eintauschen. Es wird König Flan beweisen, wie weit Baröds Handel reicht. Wir besorgen euch die Felle. Wie kann ich helfen? Mit mehr Vorräten könnten wir den Handelsposten ausbauen, um den Handel noch besser und schneller zu machen. Wo finde ich die passenden Dinge denn? Ich würde in Klöstern nachsehen. Dort wirst du sicher fündig. Okay. Wie teilen du und Azar euch die Arbeit auf? Ich sammle Pelze, bereite sie auf und schicke sie nach Düflin. Azar kümmert sich dann um den Verkauf. Wir wollen den Posten ausbauen. Dann können wir mehr Pelzbündel lagern und sie häufiger an Azar verschicken. Irland muss viele Handelsposten haben. In der Tat. Jeder von ihnen handelt mit bestimmten Waren. Hier sammeln wir Felle, woanders gibt es andere Güter. Okay, es hört sich interessant an. Gib auf dich Acht. So Handelsposten, ne? Oh, Digga, wo muss ich denn da hin? Uff. Okay, Leute, das war's dann an dieser Stelle. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Support das ganze Projekt weiterhin. Das würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge.